Unter Anwendungen, Buchhaltung und Kategorien können Sie Ihre Buchungskonten verwalten, auch genannt Kategorien, je nachdem. Was sind Buchungskonten? Ganz einfach. Sie kennen es, es gibt verschiedene Dativ-Kontenrahmen, SK30, 40, 60, 70 und so weiter. Und jeder Kontenrahmen beinhaltet 100 bzw. Tausende von Buchungsdatensätzen, auf die Umsätze, Ausgaben, wie auch immer, gebucht werden können. Wenn Sie sich mit der Materie schon mal einmal auseinandergesetzt haben, dann werden Sie feststellen, dass Sie wahrscheinlich kaum einen Kontenrahmen voll ausschöpfen werden. Das heißt, Sie haben vielleicht von 1000, 2000 möglichen Buchungskategorien vielleicht 100 Mal im Gebrauch. Deshalb haben Sie in WABI Profi 3 Ihre eigenen oder die benötigten Buchungsdatensätze selbst anzulegen. Okay. Standardmäßig stellen wir Ihnen schon ein paar bereit und Sie können natürlich das Ganze ergänzen, so wie Sie wollen. Dabei macht es durchaus Sinn, die einzelnen Kategorien sehr detailliert anzulegen. Machen wir Beispiel. Wir können, wenn wir sagen, wir haben jetzt hier keine Miete drin, also das heißt, wir wollen eine eventuell bezahlte Ladenmiete separat erfassen auf ein spezielles Konto. Also gehen wir her und legen einfach ein neues Konto an. Ich sage einfach mal Miete laden. Okay. Hier sagen Sie, das ist eine Ausnahme. Hier hinterlegen Sie einen eventuellen Mehrwertsteuersatz, der diese Ausnahme betrifft. Und wenn Sie über den dementsprechenden oder über die dementsprechende DATEV-Nummer verfügen, können Sie, also diese Kontenrahmennummer verfügen, dann können Sie diese hier eintragen. Hierzu fragen Sie einfach Ihren Steuerberater. Dann können Sie an dieser Stelle entscheiden, ob Sie Unterkonten anlegen wollen mit allen verfügbaren Mehrwertsteuersätzen. Und hier, wenn Sie dieses Häkchen aktivieren, bedeutet es, dass dieses genannte Konto Miete laden auch in Zukunft für eventuelle Mehrwertsteueränderungen anfällig ist. Das bedeutet im Klartext, wenn wir jetzt das Ganze speichern, haben wir, oder machen wir einfach das Beispiel mit einem anderen, Miete laden ist jetzt vielleicht doof, ja, oder Miete laden machen wir jetzt einfach mal einfach. Wir sagen, das soll er automatisch erhöhen, wenn jetzt da aus den 19 irgendwann mal 20 wird. Dann sagen wir hier, was ist es? Hier können wir sagen, wahrscheinlich ist es ein Vorsteuer, weil es ist ja keine Umsatzsteuer, sondern ein Vorsteuer mit 19%. So, nun können wir das Ganze speichern. Wir haben jetzt eine Kategorie Miete laden, auf die Sie bezahlte Miete buchen können. Und jetzt legen wir mal ein Konto an, das vielleicht diese Unterkonten schön widerspiegelt. Ich sag mal Kundengeschenke. Es kann ja sein, dass Sie Kleinigkeiten an Ihre Kunden verschenken. Das kann einfach, wenn Sie einen Laden besitzen, vielleicht Kleinigkeiten für Ostern, für Weihnachten sein. Irgendwie kleine Schokoladen, Nickeläuschen oder Osterhäschen, wie auch immer. Es kann aber auch was anderes sein. Es kann auch ein Blog sein, den Sie vielleicht mit Ihrem Firmenlogo, Ihren Geschäftspartnern aushändigen. Das heißt, das wäre unter Umständen dann eine 19%ige Ausgabe bei der Kategorie Kundengeschenke. Wohingegen der kleine Nikolaus, der Schokoladen-Nikolaus oder das Schokoladenei, wie auch immer, eventuell eine 7%ige Ausgabe oder Buchung auf Kundengeschenke wäre. Okay, dann sagen wir, pass mal auf, legen mal die Unterkonten an, damit sind wir auf der sicheren Seite. Und wenn sich was ändert, machst du natürlich auch die Änderungen in der Zukunft. Und an dieser Stelle sagen wir natürlich, wie unsere Hauptkategorie sein soll. Und zwar, ja, da sind wir wahrscheinlich vorsteuerberechtigt. Okay, dann machen wir es so und speichern wir das Ganze. Jetzt passen Sie auf, was passiert. Wir sehen hier oben, das ist auch schon blau markiert, bezahlte Kundengeschenke. WABI Profi sagt, okay, es gibt einen Mehrwertsteuersatz 7, dann lege ich den gleich an. Und es gibt einen Mehrwertsteuersatz 0, mache ich auch gleich. So, und nun springt WABI Profi 3 automatisch in die Kategorieliste hinein, bei denen die DATEV-Nummer noch nicht vervollständigt wurden. Denn Sie haben ja die Möglichkeit, einen DATEV-Export an Ihren Steuerberater wohl zu machen. WABI Profi 3 ersetzt nicht Ihren Steuerberater, sondern bietet Ihnen die Möglichkeit, von Ihnen aufbereitete Daten an den Steuerberater weiterzugeben, die dieser eventuell dann weiterverarbeiten, einlesen kann oder editieren könnte, wenn er wollte. So, dazu muss natürlich überall die dementsprechende DATEV-Kontonummer für Ihren Kontenrahmen oder müssen Sie bei Ihren Steuerberater natürlich erfragen. Okay, und wir haben nun
drei Kategorien angelegt, Kundengeschenke. Einmal hier mit 19%, dann haben wir hier einmal mit 7% und dann haben wir hier einmal mit 0%. An dieser Stelle müssen Sie nachträglich noch hergehen und müssen sagen, okay, das ist dann Vorsteuer mit 7%, okay, speichern und das ist dann dementsprechend mehrwertsteuerneutral. Und zwar wäre das dann, wo haben wir es denn? Umsatzsteuerfrei mit Vorsteuerabzug, okay? So, und das Ganze speichern Sie. Aber das ist jetzt relativ wenig Arbeit, weil Sie haben nur für die Unterkonten, in unserem Fall 2, eine zusätzliche Änderung vorgenommen und alles ist gut. So, nun haben Sie die Möglichkeit, auf Konten zu buchen und dann dementsprechend etwas auszuwerten. In einem der vorhergehenden Videos habe ich Ihnen gezeigt, wie Sie auf Konten, ich wollte unser Testkonto haben. Ich gehe auf Auswertungen und sage, zeig mir mal überall, wo schon Buchungen erfolgt sind. Und da haben wir 50 Euro einfach auf das Konto Tankensteuer mit 19% gebucht. So könnten Sie dann auch sehen, dass Sie sagen, ich will jetzt für einen begrenzten Zeitraum oder für einen definierten Rahmen oder bis zu einem definierten Rahmen einfach Umsätze einer bestimmten Kategorie sehen, die Sie dann zudem noch einzeln auswählen könnten. Okay, also ich denke mal, das mit den Konten dürfte jetzt klar sein. Und ich denke auch ebenfalls mit den Kategorien. Zusammengefasst bleibt zu sagen, dass die Kategorien Ihnen ein schönes Werkzeug zur Verfügung stellen, um getätigte Umsätze oder getätigte Geldbewegungen, sagen wir mal so, es können ja Einnahmen oder auch Ausgaben sein, detailliert sich anzeigen zu lassen. Und natürlich auch gruppiert, dass Sie sagen, Beispiel, so sehen Sie, was haben Sie an Miete, Laden bezahlt, so sehen Sie, was haben Sie an Löhne ausbezahlt und so weiter und so fort. Also das können Sie über die Kategorien schön einsehen. Kategorien bitte selber ergänzen für das, was Sie brauchen und das können Sie auch zum Teil on the fly machen. Um Ihnen vielleicht das auch nochmal in einem praktischen Beispiel zu veranschaulichen, wie easy das ist, dass Sie es ins on the fly machen, habe ich hier einfach meine Ausgabe vorbereitet mit 30 Euro Renovierungsbedarf, die ich nun bezahlen möchte. Nun sage ich, ich lege eine neue Bezahlung an, wähle natürlich mein Konto aus, also das heißt, von wo ist das Geld geflossen und könnte nun meine Kategorie auswählen. So, wenn Sie sagen, Renovierungsbedarf habe ich ja noch gar nicht, schauen wir mal, nee, sieht nicht so aus, ob wir irgendwas schon hätten, dann können Sie einfach auf das Pluszeichen klicken, Sie sind sofort bei den Kategorien, sagen hier Renovierungsbedarf, ist eine Ausgabe, keine Ahnung, kann, ja, ich sage jetzt einfach mal, kann alle Mehrwertsteuersätze beinhalten, speichern, ja, okay, das übernehme ich. Diese Renovierungsbedarf muss ich noch abändern, da ich sage hier 19%, aber das kennen Sie ja bereits. Renovierungsbedarf ändern mit 7, Vorsteuer, was ist denn da, mit 7, speichern und den bezahlten Renovierungsbedarf unter Umständen hier umsatzsteuerfrei, speichern, ja, Ausgang. Und nun sollten wir Renovierungsbedarf da haben, sehen Sie es, und das ist richtig cool. Das heißt, das, was Sie eingeben, haben Sie sofort da. Und an der Stelle, habe ich zwar bei den Ausgaben schon erklärt, können Sie auch, wenn Sie hier aus Versehen Renovierungsbedarf mit 0% Mehrwertsteuer wählen, Barbie Profi 3 macht das relativ wenig aus, weil Barbie Profi 3 beobachtet Sie. Das heißt, er sagt, macht es Sinn, was der Benutzer da macht? Und wenn Sie etwas falsch, wie in diesem Beispiel, falsch buchen, dann geht Barbie Profi 3 her und korrigiert es für Sie in die richtige Kategorie. Und zwar, wenn wir uns diese Buchung jetzt kurz im Detail anschauen, dann sehen wir, dass wir hier diese Renovierungsbuchung haben mit 19% und der hat es richtig verbucht, obwohl wir als Kategorie mit 0% gewählt haben. Also Barbie Profi 3 weiß, es war Renovierungsbedarf und dann bucht es auf die dementsprechende Kategorie. Das ist ganz cool, das funktioniert sehr gut, das unterstützt Sie beim Eingeben und wie gesagt, Sie haben die Möglichkeit an dieser Stelle sehr, sehr schön immer zu sehen, auf welche Kategorien ist was geflossen.